Jo Leute, ich habe mir da mal was besorgt. Hat er jetzt noch nicht wisst, was es ist? Vielleicht hilft das ja. Wie wäre es denn damit? Externe Grafikkarte. iMac. Howdy, partner. Ja, ich habe mir überlegt, mein iMac ist ja von 2019 und da die M1 Macs ja nicht mehr so geil zum Spielen sind. Bootcamp funktioniert nicht. Intel-Spiele funktionieren ja mit Rosetta, aber solange Bootcamp nicht geht, bin ich raus. Ja, muss ich leider sagen. Wie wäre es denn damit? Externes Grafikkartengehäuse, externe Grafikkarte. Ich habe den Markt ein paar Monate jetzt beobachtet und habe mich dann für die 6600 XT entschieden, als sie mal für günstige 580 Euro zu haben war. Es war wirklich nur ein paar Stunden. Bei Reichelt war die für diesen Preis Wochen und Monate davor und danach nicht mehr. Und das Gehäuse hatte ich schon 2 Monate stehen, aber ich habe halt den Grafikkartenmarkt noch beobachtet und ja, nun ist beides da. Und jetzt kann ich endlich, ich habe meinen iMac nämlich auch zum Umbauen weggeschickt. Der ist jetzt nämlich auch wieder da. Ich habe mir SSDs einbauen lassen. Einmal 2 TB SATA SSD. Und einmal 1 TB NVMe SSD, beides von Samsung. Ich habe auch überlegt, den CPU zu updaten. Ich habe ja hier drin den i5 8. Generation, 8500. Und man könnte bei diesem iMac-Modell speziell noch auf die 9. Generation i9 upgraden, den 9900. Wären jetzt für den Prozessor an sich nochmal 350 Euro. Und was ich so in Benchmarks gesehen habe, Jungs, das lohnt nicht so, ja. Deswegen habe ich es jetzt erstmal bei den SSDs belassen und die Grafikkarte, die war ja klar. Die sollte einen ordentlichen Boost geben, ja. Deswegen mache ich das ja. So, dann würde ich sagen, typisch Unboxing, typisch auf diesem Kanal meine ich, gibt es ein Unboxing. Ich muss euch ja sagen, ja, ich technikbegeisterter Typ, habe in meinem Leben noch nie eine Grafikkarte gekauft, weil ich seit 10 Jahren iMacs benutze. Und jetzt, das ist meine erste Grafikkarte, die ich so separat in den Händen halte. Raus, ja. Aha. Aha. Oh. Man sieht sehr viel. MSI. Das war mir tatsächlich ziemlich egal, nebenbei gesagt, welcher Hersteller das jetzt ist. Okay, MSI, warum nicht? Aber an sich ist das Wayne. Natürlich, wäre 3 Lüfter wäre natürlich nochmal übertrieben geil gewesen, aber gut, wenn ich dann halt nicht. Ich stehe ja auf leise Geräte, deswegen dieses Schmuckstück hier. So, dann wollen wir mal. Das war's hiermit, glaube ich. Ui. Ist natürlich schon ein schickes Stück Technik. Ich denke mal, das in das Gehäuse einbauen sollte selbst ich hinkriegen. Ich habe in meinem Leben noch nie einen PC zusammengebaut oder ähnliches. Ah, das mit dem Razer-Gehäuse, das sollte ich hinkriegen. Ja, übrigens, das ist das Razer Core X. Es gibt ja auf der Apple-Support-Seite Empfehlungen, welches Gehäuse oder Anforderungen, welches Gehäuse für welche Grafikkarte geeignet ist. Die 6600 XT, die ist übrigens erst kompatibel geworden mit dem macOS 12.1 Update Mitte Dezember. Das wusste ich aber schon vorher, weil in den Foren von der Beta da die Rede war, dass dieser Support kommt, weil die Grafikkarte kam auch erst im August 2021 raus. 66700 XT waren schon supported. 800 bin ich mir gar nicht sicher, aber 6, also 1900 auf jeden Fall. Aber die kann ja kein Mensch bezahlen. So. Das Gerät, was ich hier gerade in der Hand halte, in meiner linken Hand, ist übrigens auch etwas Neues. Habt ihr auf diesem Kanal noch nicht in Action gesehen? Das sind nämlich die GoPros, die im letzten Unboxing auf diesem Kanal. Ah, ich kann sie selber schon nicht mehr ernst nehmen. Wie viele Klappen gibt es denn hier? 4 Klappen hier, mein Gott. Völlig unprofessionell, so ein Unboxing mit einer Hand zu machen, aber mit GoPro und Stativ bin ich jetzt noch nicht so weit. Ah ja, Cable. Netzkabel, okay. Thank you for choosing a Razer System. Ja, gerne doch. Razer Core X.
Xbox One X, the power of X. Alles klar, also hier drin gab es jetzt noch eine Bedienungsanleitung und Apple-typisch. Sind ja hauptsächlich Apple-User, die dieses Gehäuse kaufen. Zwei Sticker, ja. Und natürlich der Thunderbolt-Kabel. Klar. So, und hier drin verbirgt sich jetzt das Gehäuse. Ich habe das übrigens in Silber genommen, weil das war gerade in der Farbe am billigsten. Ich habe es bei Razer selber bestellt. Noch 20 Euro Gutschein. Ich war jetzt insgesamt bei 200 Euro. Sehr guter Preis für dieses Gehäuse. Also normalerweise ist UVP über 300. So Leute, guckt mal. Also ich muss sagen, designtechnisch allererste Sahne. Qualitätstechnisch auch. Hier gebürstetes Aluminium. Das Razer-Logo glänzt ein wenig. Hier haben wir die Anschlüsse. Netz. Und Thunderbolt. Also ein sehr schickes Teil. Und das Silber passt natürlich auch perfekt zum Aluminium iMac. Also ich bin wirklich ein bisschen geflasht. Dann versuchen wir mal die Grafikkarte da reinzukriegen. So, Razer hat uns einfach gemacht. Man kann hier nämlich super praktisch diesen Griff hier aufklappen. Und gleichzeitig ist das quasi die Entriegelung. Also selbst wenn er angeklappt ist, könnte man ihn gar nicht anders irgendwie rausziehen. Man muss ihn aufklappen, damit diese Verriegelung sich öffnet. Remove before flight steht hier. Wie denn? So, ich habe jetzt den ISO mal ein bisschen hochgestellt. Ihr solltet jetzt etwas mehr sehen. Also, wir haben jetzt hier nochmal extra Lüfter eingebaut. Das Netzteil nehme ich jetzt mal stark an. Und hier denn der PCI Express Anschluss. Sweet! Hey, who's on fire now? Also jetzt geht es nämlich darum, dieses lächerliche 30 cm Thunderbolt 3 Kabel hier ungefähr auf der Höhe in den iMac zu stecken, um da hinten anzukommen, weil um das Gehäuse auf die rechte Seite zu stellen, reicht das Netzkabel von diesem Ding nicht zu meiner Steckdosenleiste da unten. Also wenn ich es jetzt dahin stelle, reicht das Thunderbolt-Kabel. Wenn ich es dahin stelle, reicht das Netzkabel. Und das jeweils andere nicht. Struggle is real. So, das Ganze steht jetzt erstmal so. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Erscheint dann oben rechts. Ah, da haben wir es doch schon. Erscheint hier oben rechts dieses wunderschöne Grafikkarten-Symbol, was jetzt aber noch nichts sagt. Er sagt doch, vielleicht ist ein Update. Wir sind connected, boys. Und das bedeutet, diese Grafikkarte ist tatsächlich kompatibel mit macOS, weil sonst würde das da oben gar nicht erst erscheinen. Und er hat ja jetzt schon automatisch sich connected. Ui, ich freue mich. Das Ding macht jetzt ein paar Geräusche. Ich werde jetzt noch ein bisschen rumprobieren bezüglich Benchmarks und dann ein bisschen vergleichen auf macOS, auf Bootcamp, wie ist der Unterschied. Vielleicht funktionieren auch geportete Spiele mit Wine. Das werde ich also profitieren davon. Und es ist kompatibel. Das war ja der Magic Moment hier gerade. Geil. Deswegen haut erstmal rein. Bis dann.